Jetzt hast du gesagt, Architektur, man muss in die Zukunft gucken, man muss auch schon ein paar Sachen vordenken. Du hast gesagt, Historisierung, wenn das ein Thema ist, dann muss ich das vordenken. IoT ist gefallen. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen ein, zwei Sachen, was muss ich denn vordenken in meiner Architektur, wenn ich mich jetzt heute damit beschäftige und sage, okay, ich will mich jetzt mal für die nächsten 10, 15 Jahre gut aufstellen. Was sind denn Dinge, die ich vordenken muss? Was will ich denn eigentlich haben? Will ich dieses Stabile, wo ich sage, die nächsten 5 Jahre möchte ich drauf aufbauen, weil es wird noch ein Dashboard 2 bis 12 dazukommen und parallel kommt eben gerade ein Projekt hoch aus der Produktion oder aus R&D, wo Maschinen connected werden. Und ich weiß, ich möchte halt auch wissen, wie der Kunde unsere Devices nutzt und ich möchte wissen, wo ich ein Upselling- und Cross-Selling-Potenzial habe. Dann würde ich dem ganz klar sagen, dann lass das mit deinem Dashboard sein. Außer du bist dir bewusst, dass du es wegschmeißen musst, dann sage ich, setz dich lieber nochmal 2 Tage hin, mach dir ordentlich Gedanken und du kriegst dein Dashboard trotzdem schnell, aber wahrscheinlich auf einer ganz anderen Basis, wie ich lade mal aus dem Internet was runter und baue mal. Ja, es war ein bisschen mit den 10 und 15 Jahren war natürlich provokant, aber ich höre raus, es ist eher die kurz- und mittelfristige Sicht, die man da so ein bisschen auf haben sollte, statt jetzt groß zu planen und sich zu glauben, ich stelle mich jetzt für 10 Jahre auf. Genau, und vielleicht da noch zu deiner Anmerkung, Branche. Natürlich ist es eine spannende Frage und auch die Unternehmensgröße. Also, wir selber, wir betreuen Warehäuser, da sind wir jetzt 150 bis 200 Terabyte Rohdaten. Da kann ich nicht mal schnell was umstellen. Also, da sind super mächtige Applikationen, wo auch wahrscheinlich Tausende von Leuten drauf sitzen. Auf der anderen Seite habe ich halt das Dashboard für 20 Leute. Und ich glaube, man muss hier einfach wirklich mit Augenmaß rangehen. Aber wichtig ist diese Strategiebrille. Und ich glaube, die ist dann branchenspezifisch einfach zu sehen, auch welche Dynamik ist in der Branche drin.